Herzlich willkommen zu Big Baba 30. Heute, einen Tag nach meinem Cheat Day, brauche ich es gesund. Und deswegen habe ich einen Laden für euch, den ich euch auch gerne zeigen wollte. Das ist Burritos Company, direkt Pallastraße in Schöneberg. Und hier gibt es wirklich gutes, leckeres Fitnessessen. Hähnchen, Reis, Bohnen mit schönen Avocado-Dips. Die haben hier nur eine Sache, die deftig ist, das ist der Nachtisch. Das ist ein frittierter Snickers. Ansonsten ist hier alles wirklich perfekt für alle, die Sport betreiben. Nicht nur die Sport betreiben, die auch gerne gesund essen. Was bei dem Laden auch noch wirklich geil ist, geile Aktion auf jeden Fall. Die Aktion nennt sich Teller statt Tonne. Und zwar 21:45, also 15 Minuten bevor der Laden Schluss macht, kommen die meisten mit ihrer Tupperbox und kriegen für 3,50 Euro die Tupperbox voll. Warum macht das der Betreiber? Damit er die Sachen, die Lebensmittel nicht wegschmeißt. Ja, es ist eine geile Aktion, wie ich finde. Und habe ich auch noch nicht gehört, kenne ich auch von nirgendwo. Und ja, auf jeden Fall geile Aktion. Sollten sich mal andere Gastronomen auch ein Beispiel dran nehmen. Teller statt Tonne. Den Laden möchte ich euch heute gerne zeigen. Lasst uns reingehen. So, jetzt sind wir drin in dem schönen Laden. Und zwar, hier ist wirklich, also, ihr habt so die Theke und könnt euch wirklich die geilsten Sachen aussuchen. Also zwischen Hähnchen, Beef, Bohnen, das ist Omid. Hi. Ihm gehört der Laden. Und drei Brüder, uns gehört drei Brüder. Und drei Brüder, Familienunternehmen. Ihr habt mittlerweile drei Stück in Berlin, oder? Drei. Ja, drei Stück, einen Charlottenburg, einen Prenzlauer Berg und einen Schöneberg. Klar, wo ich bin gerade, in Schöneberg. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier ist wirklich healthy Essen. Oder? Ja. Also, ja. Ja. Ich nehme am besten das, was ich immer hier nehme, Omid. Du weißt genau, das vom letzten Mal. Genau. Auf den frittierten Snickers verzichten wir heute, aber den kriegt ihr hier auch, wenn ihr mögt. Rindfleisch, scharfes Hühnchen, schwarzen Bohnen, Reis. Bisschen karamellisierte Zwiebeln, Eisberg, bisschen Avocado, bisschen scharfe Soße mit Erdnüssen, Sour Cream, ein paar Tomaten und ein paar Chips drauf. Hier ist echt die wirklich beste Portion für nach dem Fitnesstraining. Wir haben hier Hähnchen, Beef, karamellisierte Zwiebeln, Bohnen, Reis, Sour Cream, Avocado Dip. Dann haben wir hier geile Tacos, gefüllt mit auch Bohnen, Hähnchen, Beef. Und ich weiß, es schmeckt Bombe. So, ich mal rein in die Materie. Ihr könnt auch auswählen zwischen weißem Reis, gelbem Reis. Also die Auswahl ist schon sehr gut hier. Ich habe jetzt natürlich den gelben genommen. Was geil mit den karamellisierten Zwiebeln, mit dem Beef, mit dem Reis, mit der Sour Cream, mit der Salsa, von allem etwas. Zergeht richtig im Mund. Und bei ihm ist wirklich alles selber gemacht, die Soßen und auch selbst die Nachos selbst gemacht. Schön dippen in die Soße, hast du von allem etwas. Schön crunchige Nachos. Guckt euch das mal an. Ich bin ein Riesenfan von den schwarzen Bohnen. Die schmecken in Kombination mit dem Beef und dem Zwiebeln. Unglaublich, unglaublich. Gehst du öfter hin? Ja, wenn ich schaffe, ja. Das Problem ist, ich trainiere meistens ein bisschen weiter weg. Und dann esse ich meistens auch noch ein Training Eierreis mit Hähnchen. Aber wenn ich wirklich einen in der Nähe habe, wo ich gerade trainiere, das beste Essen für Fitness. Also, was ich brauche: Bohnen, Reis, Hähnchen. Geil. Muss nicht immer ungesund sein. Geht auch gesund, lecker. Ihr habt auch hier die Wahl zwischen spicy Hähnchen und normalen Hähnchen. Ist klar, ich habe spicy genommen. Ja. Ich habe einfach nichts zu meckern an dem Teller. Nichts. Ob die Soßen, ob der Reis, ob der Beef, ob Hähnchen.
1A. 1A. Also die haben sich schon was dabei gedacht hier. Selbstgemachte Tacos, auch schön mit Avocado, Käse, Hähnchen, ein bisschen Salat. Du schmeckst, dass die selber gemacht sind und keine irgendwie eingekauften. Richtig geil. Mit dem Käse und dem Bombe einfach. Habt ihr auch geile Soßen dazu. Sour Cream, Avocado und was Spiciges. Schön spicy. Kann euch den Laden nur empfehlen. Wie gesagt, gibt es 3 Stück in Berlin. Und ich bin auf jeden Fall Fan von dem Laden. Wie lange machst du jetzt im Allgemeinen schon Musik? Seit ich 14 bin. Aber so richtig losgelegt haben wir halt 2008, 2009, da haben wir uns hier ein Studio aufgemacht in Schöneberg, haben gut investiert. Da haben wir schon angefangen, richtig professionell Musik zu machen. In dem Studio habe ich auch durchgehend 5 Jahre meines Lebens verbracht. Und ihr müsst euch vorstellen, das ganze Studio bestand aus diesen schwarzen Studiomatten. Nicht nur in der Kabine, auch draußen. Und wenn du 5 Jahre nur in so einem schwarzen Raum bist, irgendwann mal willst du Prison Break machen, raus, entfliehen. Und selbst die Fenster, da waren Gitter. Da kamst du vor wie ein Knast. War eine geile Zeit, aber waren auch krasse Umstände. Wir haben Musik gemacht dort, während wirklich 100 Jahre Knast im Studio rumgehangen haben, Kilos vercheckt worden sind. Einfach und dabei habe ich meine Mucke gemacht. Und ja, irgendwann mal wollte ich einfach raus, ich habe keinen Nerven mehr dafür. Also den ganzen Lifestyle. King Ali war Gründer von 30 Kings damals, das war eine Gang damals hier bei uns in Schöneberg. Ja, wir sind halt mit so einem Gangleben damals hier so groß geworden und so. Und vor allem King Ali war hier in Schöneberg. Jeder kennt King Ali. Oh ja, mit ihm zusammen habe ich die 30er Zone gemacht. Schöne Grüße an King Ali. Aber es war halt unsere Jugendzeit und so. Wie gesagt, irgendwann bin ich einfach da raus und habe mein Leben neu orientiert. Kann euch gerne mal die Orte zeigen und so, ist alles kein Problem. Aber es geht ja hauptsächlich ums Essen. Ich kann euch natürlich auch zeigen, wo wir auch Menschen gefressen haben früher. Kein Problem. Ich habe gelesen, einer hat dich gefragt, was für ein Landsmann bist. Ich bin Palästinenser, reinrassiger Palästinenser. Ich bin nicht immer, wie manche denken, Türke, weil ich Bilal heiße. Und viele sagen ja immer, oh, Bilal muss doch Türke sein. Bilal ist ein islamischer Name, ich bin Palästinenser, bin aber in Deutschland geboren. Meine Eltern sind ja Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge, die damals nach Deutschland gekommen sind. Ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen. Ich bin ein Berliner. Und was viele nicht wissen, ich bin ein richtig guter Basketballer. Hab 20 Jahre im Verein gespielt, Center. Das sieht man mir nicht an so, aber wenn ich mal auf den Platz gehe und da spielen ein paar und ich komme dazu, dann sind die buff auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, meine Leidenschaft, Basketball, 20 Jahre im Verein. So sieht's aus, hast du gehört? Ja, aber der Chef weiß noch Bescheid. Ich wurde damals in der Grundschule, war ich so hyperaktiv und gewalttätig, dass die meine Eltern bestellt haben und gesagt haben, der Junge muss in seiner Freizeit irgendwas machen, Sport oder so. Und dann haben die mich in einen Basketballverein gesteckt in der Grundschule. Und in dem Verein bin ich geblieben, bis ich heranwachsend war. Und es war wirklich die gleiche Mannschaft von klein auf. Wir sind zusammen groß geworden, haben alles gelernt. Und ja, so, ich bin wirklich nie aus dem Verein rausgegangen. Ich wurde zwar als Strafe dahin geschickt als Kind, aber das war für mich keine Strafe, das war eine Belohnung. Und wenn Sommer ist, so gehe ich gerne noch einen Platz in Werfparkkörbe. Gesund leben, Sport treiben, ja, was für sich selber tun, für den Körper. Das ist das Beste, was ich euch mit auf den Weg geben kann. So, wir haben hier Omid, den Ladeninhaber. Omid, erzähl mal ein bisschen, wann hast du den Laden eröffnet und wie bist du auf die Idee gekommen? 2009. Auch sind wir auf die Idee gekommen, weil es das in Deutschland gar nicht gab. Wir haben einfach eine Idee gehabt, was nicht in Deutschland gab es vor 12 Jahren. Und Burrito war, glaube ich, so, er war der Zweite. Vorher war noch ein anderer und jetzt sind wir, genau. Ja. Erzähl mal, was zahlen die Kunden für so einen Teller? Also wenn du nur mit einer Sorte Fleisch bist du zwischen 7,70 Euro ohne Avocado, mit Beef bist du bei 8 Euro, mit Avocado mal 1,50 drauf. Also du bist im Durchschnitt zwischen 7,50 Euro und 10 Euro. Und ich schwör's euch, das ist eine fette Portion. Und ihr macht alles selber? Alles selbst. Ihr wird alles Soßen, selbst alles. Tacos, alles selber gemacht. Alles. Bombastisch. Und was zahlen wir bei den Tacos? 3 Tacos? Drei Tacos immer mit Fleisch, kostet immer 7,20 Euro oder 7,50 Euro. Kommt immer darauf an, was für ein Fleisch man hat. Also fängt auch ab 5,50 an, geht hoch bis 9 Euro. Kann man nicht meckern, oder? Alles im Rahmen. Und ich finde eure Aktion mit dem Abholen. Bombastisch. Ja, das machen wir seit 8 Jahren. Respekt für diese Aktion. Läuft auch, nehmen die jetzt Leute? Jetzt ja, seit einem Jahr
90% wird abgeholt am Abend. Das, was man so, man gibt immer auf der Internetseite an, wie viel Essen abgeholt werden und 90% holt die auch. Achso, das läuft über die App, ja? Über eine App, genau. Du gehst über die App, sicherst dir ein Essen und dann holst du es einfach ab. Für 3,50? Für 3,50, richtig. Bombastisch. Ich habe sowas noch nie gehört. Und die machen einfach das Ding auch voll, also voller als die Hauptsache, ich schmeiß nicht weg rein. Yes. Die kriegen einfach alles, was sie wollen vorne, Hauptsache nicht im Müll. Danke. Sehr gern, ja, hat mich gefreut. Mich auch. Jederzeit wieder. Und dein Bruder sieht man auch oft hier. Ja, wir in Schöneberg, wir sind hier in Schöneberg natürlich. Hier essen Freunde, gehen ein und aus. Nicht, weil ich ihn jetzt auch kenne, ich hätte auch gesagt, wie es schmeckt, aber es ist wirklich Bombe. Ich schwöre euch, es ist Bombe. Es ist geiles Fitnessessen. Und da ich sowieso gerade auf diesen healthy Lifestyle bin, gesundes Essen und so, das ist für mich optimal. Auf jeden Fall sehen wir uns Sonntag wieder, 12 Uhr. Abonnieren, Glocke aktivieren. Support ist kein Mord. Peace.